Hallo liebe Leute, endlich gibt's nochmal Let's Watch. Ja, ich hab's nochmal geschafft. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr wenig Zeit, um mich um Let's Watch zu kümmern. Piu, in der Zwischenzeit sind einige Videos aufgelaufen. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Let's Watch 59 von 173 habe ich erledigt. Okay, 120 Videos, die inzwischen in der Warteschlange stehen. Ich rechne mal damit, dass jetzt einige Leute davon niemals auf meinen Kanal schaffen werden. Ist leider so. Kriege ich einfach nicht hin. Naja, vielleicht habt ihr Glück und es klappt doch trotzdem. Jetzt sind wir bei Bisamanda. Bisamanda kommt aus Pokémon, dieser Name, oder? Ich habe nie Pokémon geguckt oder gespielt. Naja, Bisablo, Bisacasso. Bärige Uhrzeit heißt das Video. Keine Ahnung, was es heißt. Keine Ahnung, was es für ein Spiel ist. Aber seit neuestem sieht man ja immer hier unten Minecraft 2009 in YouTube Gaming suchen. Dann kann man da, wenn man die Tags angibt und so, wird automatisch hier unten das Spiel angegeben. Und da habe ich ein neues Werk fertiggestellt. Es wird groß und braun und haarig. Ein schimmeliger Kackhaufen? Nein. Und ich meine keinen kleinen Wookie. Und dann geht's noch in die Uhrzeit. Ja, schauen wir uns doch direkt mal an. Bisamanda. Komm, los! Hallihallo und Servus und schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt's mal wieder eine Runde Monster Builders. Diesmal wieder alleine, das heißt, zwei Themen mache ich diesmal wieder. Und dann würde ich sagen, jo, sehen wir uns gleich in der Arena, wenn es losgeht. Und da sind wir schon in der Arena. Hey, manchmal geht's schnell. Bin mal gespannt, was wir jetzt für ein Thema kriegen. Bär. Build Bär. Alles klar. Bär. Halt, freilich. Hier, erst mal den Boden noch den ändern. Was ist für Musik? Ja, wir machen sie das so. Während ich baue, kriegt ihr ein bisschen Musik. Hast du die Musik in den Hintergrund gemacht? Sehen wir uns gleich. Ich lasse es mal auf mich wirken. Komm mir vor, als wäre ich am Mittelaltermarkt hier. Moment, ich hab doch noch was. Jo, da ist die Zeit schon vorbei. Ich habe ein Bärchen gebaut. Und ich finde gar nicht so schlecht. Ja, das kann man auf jeden Fall. Obwohl, das könnte auch eine Maus sein. Eine große Maus. Finde ich jetzt dann. Wer hat das geholt? Von den Ohren her ist es dann. Ist schon soweit. Ich wollte hier gerade ein bisschen Mucke machen. Komisch, hier mit den Kohledingern drin. Hä? No. Oder on? Nee. Kriegt auf jeden Fall mal Eis. My eyes are bleeding. Ach Mensch. Man, aber ich verstehe nicht, warum Leute denn immer so bescheuert bauen müssen. Das ist doch kein Bär. Was soll das denn sein? Hä, also man hat einen Bär so einen. Nee. Nö, nö. Jetzt fällt mir auch gerade ein, ich hätte ein Pokémon bauen können. Ursaring oder Teddy Ursa. Das ist bescheuert. Irgendwas stimmt mit dem. Oder trägt der einen Schal oder was ist mit dem Bär? Aber das kriegt ein okay. It's okay. Es soll wohl ein Plüschbär sein, aber. Das ist doch ganz cool. Ich denke, es soll ein Schal sein. Das ist mein Bär. Oh, von hinten schaut er komisch aus. Ja, das ist super geworden, der Bär. Auch unten die Krallen, sehr cool. Gut gemacht. Weil man erkennt es zumindest als Bär. Sogar ein Bein, das was höher oder? Steht. Hm. Respekt, sehr gut. Was haben wir da? Ja, könnte aus Five Nights at Freddy's stammen. Das geht halt leider wieder mehr in die Richtung Pixel Art, wenn ich mir das so anschaue. Die Musik gefällt mir sehr gut. Endlich kein Dubstep oder so. Ach, so rum gehört er.
Nee. Schaut, egal von welcher Seite man guckt, schaut doof aus. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Und er ist gesprengt worden. Nein, nein, nein. Hat er ein Jetpack? Kabing! Nein, das ist doch kein Bär. Hä? Sag jetzt nicht, da hat einer Bär mit Bier verwechselt. Ja! Oh mein Gott. Das ist echt ziemlich dumm. Wenn das wirklich so ist, dann sollte er wieder die Schule besuchen. Auf jeden. Und Englischunterricht nehmen. Oh, Bären in Love. Kein Bär. Nicht mal. Doch, natürlich ist das ein Bär. Ein etwas eigenwilliger Bär. Nein, nein, das ist doch kein Bär. Nein, nein, nein. So, was haben wir hier? Ja, das ist doch ein Bärchen. Das ist ein Koala-Bär. Bär ist Bär, ne? Ja klar, man hätte auch einen Muschibär bauen können. Ah! Ja, das ist... Naja, mal schauen, wie wir angekommen sind. Aber meins war doch kein Hund. Yay, gewonnen! Aber von hinten schaut er seltsam aus. Yay! Ja, haben wir doch einen ganz passablen Bär gebaut. Ja, gefällt mir. Ja gut, dein dann Video. War das erste Thema und dann gucken sehen wir mal, uns gleich in Runde gleich. Zwei. Bis gleich. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Ja, das sind wir in der Arena für die zweite Runde. Irgendwie geht hier mal was Cooles Taskleisten bauen. Was Cooles? Pokémon wäre auch cool. Ich will ein anderes Pokémon bauen. Dinosaur. Ich habe eine coole Idee. Hoffentlich coole Idee. Oh. Ja gut, während ich baue. Oh, hört ihr es im Hintergrund? Musik um die, Ohren die Musik und von Jurassic Park. Dinosaur, klar. Wieder. Bis gleich. Oh, was habe ich diesen Film geliebt. Aber hier muss ich ausmachen. Denn diese Musik ist Copyright geschützt. Da gibt es direkt eine Erwähnung. Achtung, dieses Lied hier. Bla bla. Da gibt es jemanden, der da Urheberrechtsansprüche dran hat. Ich liebe dieses Lied. Ich höre noch mal ganz kurz rein. Ich meine, wenn wir so ein bisschen spulen, dann ist das nicht schlimm. Boah, ich war als Kind so ein Dinosaurier-Fan, Jungs und Mädels. Damals kam Jurassic Park raus. Wann war das? 93 oder 95? Habe ich natürlich geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt zu jung war. Ne, 10, 12 Jahre. Ja, wird schon in Ordnung gewesen sein. Boah, das war der Mega-Hammer. Der Hammer war das. Jurassic Park. Wow, einfach geil. Aber mit so einer Musik musst du natürlich aufpassen. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Ach, egal. Ist ja auch egal. Ich guck mal, wie du das Video beendest. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö! Alligator, sehr gut. Wie ging das nochmal? Ja gut, fail. Alles klar, das war das Video Bisablo Bisacasso Berigo Uhrzeit. So, meine Kritik dazu fällt diesmal sehr gut aus. Einstellung, auch eine tolle Qualität. Ja, was soll ich dazu sagen? Sehr gut geworden einfach mal, ne? Gute Tonqualität, deine Stimme kann man gut verstehen, du sprichst nicht zu schnell, du sprichst sehr freundlich, du sprichst die Leute an. Du benimmst dich nicht unflätig, du hast angenehme Musik laufen, echt angenehme Musik und nicht dieses blöde, hektische Dubstep-Geschisse. Sehr gut, auch sehr gut, dass du es natürlich so zeigst im normalen Echtzeit-Tempo und dann vorspulst, während du baust, perfekt. Beim zweiten Mal ist natürlich die Musik hier von Jurassic Park. Weiß nicht, ob da bei dir sowas steht unter dem Video, aber da musst du natürlich aufpassen. Ne? Was gibt's noch zu sagen? Schöne Verabschiedung. Intro und Outro sind im komischen 4:3 Format. Das hebt sich ein bisschen vom Rest eigenartig ab.
aber das ist nicht so schlimm, ist ja nichts, was man nicht beheben kann. Ja, nur 35 pro Abonnenten, ich weiß es nicht. Die Leute stürzen sich alle auf die großen YouTuber. Und so viele kleine YouTuber gehen einfach total unter. Du hast auf jeden Fall das Zeug zu viel, viel mehr. Und deswegen kriegst du von mir ein Abo. Und natürlich einen Daumen nach oben. Auch wenn dieses Video schon alt ist inzwischen. Macht nichts. Brauche ich mir auch keine anderen aktuellen Videos angucken. Ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg. Leute, geht auf seinen Kanal, guckt ihn euch an. Abonniert ihn, wer Minecraft mag. Und hier, Master Builder ist sowieso ein ganz lustiges Spiel. Da gibt es übrigens demnächst bei mir auch noch was auf dem Kanal. Das werdet ihr dann sehen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche dem Bisamann da noch viel Erfolg mit allem, was er macht. Und sag mal, auf Wiedersehen, tschüss und macht's gut. Tschüss.